Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen News-Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es sind ja einige Dinge schon passiert beim 1. FC Köln. Aber eine Nachricht, die natürlich jetzt direkt als erstes bei mir auch kommt, hat mir gestern schon, ja, ich habe da einiges verloren in mir Sicht. Und zwar Max Finkgräfe soll wohl nicht mit in die zweite Liga gehen. Ja, ihr habt richtig gehört. Da, ja, ich kriege immer noch eine Gänsehaut, wenn ich das höre, denn das war für mich schon so, wo ich dachte, hä, warte mal, Moment, nochmal zurück. Denn Max Finkgräfe ist ja der Hoffnungsspieler, sag ich mal, bei uns, der auch wirklich, gerade jetzt in der Rückrunde, denn in der Hinrunde hat er ja leider nicht so viel gespielt, was ich, wie gesagt, immer noch nicht ganz nachvollziehen kann. Aber in der Rückrunde hat er ja eigentlich alle Einsätze gehabt. Also, also der war ja wirklich sehr, sehr stark und ist immer noch sehr, sehr stark. Und gerade auch in Liga 2 wäre er natürlich einer, der den FC enorm helfen würde, vielleicht auch beim Wiederaufstieg, wenn es dann so sein sollte. Aber wenn er auch sagt, nö, kein Bock mehr, dann, boah, das ist schon schwer. Vor allem muss ich auch ehrlich sagen, ich meine, Max Finkgräfe ist ja noch sehr, sehr jung. Und deswegen frage ich mich, warum er jetzt da schon sagt, nö, kein Bock. Also das finde ich schon sehr, sehr fragwürdig. Klar, man kann auch sagen, okay, guck mal, ne, der FC steht jetzt in der Außendarstellung auch nicht so gut da. Das muss man auch ganz klar sagen. Zumal spielen wir auch schon das dritte Jahr ohne richtigen Stürmer. Das muss man auch sagen. Denn das nervt einen Offensivspieler ja dann auch, wenn er keinen Erfolg dann hat mit seinen Flanken und so weiter und so fort. Das könnte ich mir wiederum vorstellen. Aber ganz ehrlich, also Max Finkgräfe, ein halbes Jahr gut gespielt und dann direkt am besten Champions League spielen oder so, weiß ich jetzt nicht. Ne? Also ich glaube auch, dass ihm das Jahr zweite Liga nicht wehtun würde, sportlich gesehen. Im Gegenteil, ne, man sieht an Tim Lemperle, man sieht an einem Jonas Urbig, eine zweite Liga kann auch hilfreich sein, um eben eine weitere Karriere weiter anzutreiben. Also es ist nicht direkt immer gleichzeitig auch ein Rückschritt, nur weil man jetzt mal in der zweiten Liga spielt. Also deswegen, das fände ich halt schon ein harter Schlag ins Gesicht, wenn Max Finkgräfe wirklich sagen würde, nee, ich gehe nicht mit in die zweite Liga. Das berichten eben ja ein paar Medien. Erst hat es die Bild berichtet, da habe ich noch gesagt, okay, mal abwarten. Jetzt berichten aber auch mehrere Zeitungen schon, 90 Min zum Beispiel und so weiter und so fort. Also berichten jetzt schon einige darüber. Deswegen habe ich jetzt gedacht, ich packe es einfach hier in dem Video mal rein. Die Entscheidung soll dem Club wohl noch mitgeteilt werden jetzt über die nächsten Tage. Also wenn das wirklich stimmt, dann ist das natürlich schon ein harter Hund. Das muss man schon sagen. Denn wie gesagt, für mich war Max Finkgräfe eigentlich einer, mit dem ich gerne auch noch langfristig geplant hätte. Und vor allem, gerade in Liga 2, dass er eben auch einer ist, der eben dann auch schon ein bisschen vorangeht vielleicht, weil er eben zu dem alten Kern, weil er auch viele junge Leute noch dazukommen. Also er wäre sozusagen mit Justin Deal der zweite Youngster, der uns verlassen würde. Und deswegen passt natürlich auch der Titel, den ich hier reingeschrieben habe. Weil das ist schon, also schreibt gerne mal eure Meinung da gerne rein. Aber ich muss ehrlich sagen, mir ist da gestern echt einiges aus dem Gesicht gefallen. Naja, machen wir weiter mit dem Nächsten, der gesagt hat, nee, zweite Liga weiß ich jetzt nicht, da gehören ja immer zwei zu. Das hat er ja mir gegen Mainz zum Beispiel gesagt gehabt und auch anderen Fans hat das gesagt. Und zwar spreche ich von Davy Selke. Ja, Davy Selke ist ja unser Langzeitverletzter, so kann man es glaube ich schon sagen, und hat eben keinen Zweitliga-Vertrag. Das heißt, man müsste rein theoretisch, klar, ne, nochmal einen neuen Vertrag aufsetzen. Jetzt hat allerdings auch sein Berater ein bisschen sich geäußert und hat halt gesagt, ja, er identifiziert sich mit dem Club zu 100% und will eben auch mit diesem Club am liebsten Bundesliga spielen. Ich meine, wir wollen auch am liebsten Bundesliga gucken im Rhein-Energie-Stadion, das ist, glaube ich, ganz klar. Das will jeder. Hat aber allerdings auch mehrere Angebote, unter anderem eben aus Südkorea, Amerika und auch aus Saudi-Arabien. Und da habe ich direkt gedacht, ah, okay, da weht der Wind. Ne? Also, weil Saudi-Arabien ist angeblich auch ein ganz, ganz heißes Pflaster. Warum? Weil es da eben sehr viel Kohle gibt. Davy Selke ist ja nie so einer, also er war zwischenzeitlich mal richtig stark. Da war er auch bei der deutschen Nationalmannschaft, bei der U21 allerdings. Und da war er auch bei Olympia dabei. Also das war ja wirklich eine Karriere, sag ich mal, wo Davy Selke eigentlich sein Höhepunkt, muss man ja ganz klar sagen. Danach ging es ja eher bergab, auch bei Hertha, da wurde er ja auch aussortiert. Also da hat er ja gar keine Rolle mehr gespielt. Dann ist er zum 1. FC Köln gewechselt,
weil man gesagt hat, komm Davy, ne, vielleicht kommst du ja bei uns, so wie in Modest zum Beispiel. Und man muss ganz klar sagen, nein, er hat immer mehr Verletzungen gehabt oder ne, ist ja jetzt auch wieder verletzt. Also er hat höchstens immer nur 2-3 Spiele jetzt die letzten Monate gemacht und danach war er wieder raus, weil er am Knie Probleme hatte, dann jetzt den Zeh gebrochen hat. Ne, also ja, das ist halt dann auch schwierig, finde ich, dann zu sagen, naja, ich bin aber hier ein Bundesligaspieler und ich möchte hier Bundesliga spielen. Das finde ich dann auch wieder schwierig, denn wie gesagt, wenn man die ganze Zeit so raus war und man muss es auch so sagen, ne, von den anderen Bundesligisten hat er ja, wurde er ja nicht empfangen oder so, sondern ne, haben gesagt, nee, bloß nicht. So, und der 1. FC Köln war eben einer, der gesagt hat, Davy, komm, bei uns kannst du den Neuanfang machen. Aber wie gesagt, ich finde, das ist dann irgendwie ein bisschen undankbar, wenn man jetzt sagt, ne, ich gehe jetzt zur großen Kohle, weil ich will ja jetzt noch Geld, groß Geld verdienen. Ich meine, beim FC hat er jetzt auch nicht wenig verdient. Fände ich persönlich auch schade, ne, weil wie gesagt, wir können eben keine Spieler nachkaufen. Deswegen würde ich es natürlich schön finden, wenn einige FC-Spieler sagen, nee, komm, wir machen das wieder gut, was wir in dieser Saison schlecht gemacht haben. Denn man muss auch ganz klar sagen, die 32 Spiele, auch wenn man davon 4-mal gewonnen hat, das war im Großen und Ganzen eine ganz, 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 ganz schlechte Saison. Und ja, wenn du absteigst, steigst du auch absolut verdient ab. Ja, so viel zum Thema Davy Selke. Also auch bei ihm ist die Zukunft weiterhin ungewiss. Jetzt kommen wir noch zu Jeff Jabot, denn der hatte sich ja beim letzten Spiel gegen Freiburg verletzt gehabt. Zumindest am Oberschenkel hat er sich gepackt, musste ja dann auch ausgewechselt werden. Bei ihm ist noch ein Fragezeichen, ob er jetzt wirklich einen Einsatz bekommt gegen Union Berlin. Wäre natürlich schon hart, auch für uns wieder, ne, weil Jeff Jabot ist halt unser Türsteher und der ist halt schon eine Wucht in der Abwehr. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen wäre es natürlich bitter, aber eine genaue Entscheidung ist da leider auch noch nicht gefallen. Also von daher müssen wir da weiter abwarten und eben auch hoffen. Und jetzt kommen wir noch, denn ich möchte ja nicht nur Negatives hier im Video nennen, denn es gibt auch was Positives und zwar... Ja, Rhein Energie bleibt auch weiter Stadionsponsor bis 2029. Wir nennen es ja immer liebevoll Müngersdorfer Stadion, aber eigentlich offiziell heißt es ja Rhein Energie Stadion. Und das bleibt auch so, auch in Liga 2. Der Vertrag wurde ja auch gestern, glaube ich, unterschrieben. Also von daher ja, bleibt der Sponsorname oder der Stadionname gleich. Rhein Energie Stadion, auch wenn wir es immer Müngersdorfer Stadion nennen. Na, aber ihr wisst, wie ich meine. Deswegen, also bis 2029. Das finde ich, wie gesagt, eigentlich eine sehr erfreuliche Nachricht. Denn für viele Jüngere ist es eben auch das Rhein-Energie-Stadion. Und ich finde es immer schade. Und das sieht man ja auch gerade in der Bundesliga, dass immer wieder Stadiennamen sich eben ändern. Und das finde ich aber eigentlich schön, dass das Rhein-Energie-Stadion dann auch weiterhin Rhein-Energie-Stadion bleibt. Und genau, das sind so die News, die so in dieser Woche so passiert sind. Morgen kommen natürlich auch die Bundesliga-Tipps. Da sind wieder eure Tipps gefragt und auch vor allem meine. Die letzten waren ja nicht so erfolgreich bei mir. Aber gut, schauen wir mal, ob eben der 33. Spieltag besser läuft. Und ja, ich sag mal, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen möchtet oder sagt, ey, der Kanal ist einfach mega, den mag ich sehr, dann supportet ihn auch gerne mit einem Abo. Würde mich sehr freuen und ich sag mal, bis dahin macht's gut, euer Niklas und ciao.